Hi ihr, ich habe ein bisschen was eingekauft, wie immer. Und ich wollte es euch wieder mal zeigen. Diesmal ist es ein bisschen anders. Ich habe wieder was online bestellt und ich glaube, da könnten sich einige von euch für interessieren, weil die Marke noch nicht ganz so bekannt ist. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, aber ihr kriegt das halt nicht in der Drogerie oder Parfümerie, meine ich auch nicht, sondern nur online. Und die Marke kommt aus Amerika. Und ich habe bestellt, weil ich bei Netmom-Freundin was gesehen habe, wo ich dachte so, boah, das ist ja geil. Und dann musste ich es unbedingt haben und habe bei Twitter gefragt, wo man bestellen kann in Deutschland, weil ich es nicht gefunden habe irgendwie direkt. Und ja, dann wurde mir der Link getweetet und ja, die Bestellung kam super schnell an. Ich glaube, nach 2 Tagen, also ich habe mit PayPal bezahlt und ja, ich habe Twitter hier schon wieder nett ausgemacht. Ich schreibe euch das Programm unten rein, wie es heißt. Ich werde sowieso wieder gefragt. Und auf jeden Fall, es kam sehr schnell an. Es war super gut verpackt. Und ja, jetzt will ich euch zeigen, was ich bestellt habe. Es geht um Milani-Produkte. Und ja, ich habe da bei Tine nämlich Folgendes gesehen. Das ist dieser Eyeliner-Pen. Ich möchte auch wieder hier die Sachen wegtun. Liquid Eyeliner, der heißt genau iTag Liquid Eyeliner von Milani. Ihr seht, ich habe das hier schon aufgemacht und schon benutzt. Ich wollte euch aber in der Originalverpackung zeigen, wie das aussieht. Da. Und ja, das Teil an sich liegt in der Hand sehr gut, wirkt ziemlich hochwertig, muss ich sagen, im Vergleich zu einem anderen Produkt, was ich euch auch gleich zeigen werde. Also das wirkt sehr, sehr hochwertig. Es sind da drinne 0,44 Milliliter. Hört sich jetzt irgendwie gar nicht so viel an, aber ihr könnt das halt dann hier so aufdrehen. Und dann habt ihr da so eine Filzspitze. Das ist wie so ein Edding, wie so ein Stift. Und die Spitze ist aber wirklich sehr, sehr spitz. Also das ist, damit kann man auch sehr dünn zeichnen. Und ich habe den jetzt die Tage ausprobiert und bin von dem echt begeistert. Ich finde den super cool. Und ja, also wenn der, ich weiß nicht, wie schnell der leer geht, aber wenn der leer geht, dann würde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Die Preise weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, der hat schon über 5 Euro gekostet. Ich schreibe es euch in die Infobox. Ja, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der hält auch gut und verwischt nicht direkt, wenn er mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Zumindest bei mir jetzt so nicht. Und ich komme mit dem echt richtig gut klar. Also man kann mit dem super Lidstriche ziehen. Ich habe da gar nichts dran zu meckern und wenn ihr einen guten Liquid Liner wollt mit so einer Füllspitze, dann kann ich euch den wirklich empfehlen. Ja, der ist toll. Zu den anderen Produkten kann ich jetzt noch nicht wirklich eine Review machen. Das war jetzt schon so eine kleine Review. Ich habe die anderen noch nicht so sehr viel ausgetestet, deswegen mag ich da noch nicht so viel zu sagen. Ich habe nämlich auch noch ein Make-up gekauft, in der Hoffnung, dass es hell genug ist. Ja, ist es nicht ganz, aber es geht. Also das ist das hier. Das ist so ein Mousse-Make-up mit einem Pumpspender. Das ist die hellste Farbe. K18 steht da unten. Ölfrei. Ah, da steht's. 301 French Cream. Und es kommt halt, wie gesagt, mit so einem Pumpspender. Und ich finde das nicht ganz so gut gelöst, weil ihr wisst, ein Mousse, da ist ja Luft drunter gemischt, ne? Das ist ja, damit es fluffig ist, ist da Luft drunter. Und wenn ihr dann pumpt, dann kommt mal was und dann kommt mal nichts, weil es dann nachpumpen muss, weil dann erstmal wieder die Luftlücke ist quasi. Und ja, das ist nicht ganz so toll. Also jetzt geht's. Und das ist relativ gelbstichig. Ich verteile das mal so ein bisschen. Ich habe jetzt viel zu viel genommen. Also davon braucht ihr nicht viel. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich habe das mal so reingeklopft. Dann seht ihr mal die Farbe. Ja. Also ihr seht erstmal schon mal, es ist mir auf jeden Fall zu dunkel. So, und es ist aber so, wenn ich weniger nehme, ich habe jetzt hier viel zu viel, aber wenn ich weniger nehme, dann verblendet sich das ganz gut in die Haut. Ich kann euch das mal hier an der Seite zeigen. Also, da habe ich das jetzt hier aufgetragen und schön verteilt und ihr seht, man sieht da nicht wirklich einen Übergang oder sonst irgendwas. Also es verblendet sich schon schön in die Haut. Was ich ein bisschen komisch finde, das liegt so auf der Haut. Also es geht nicht richtig, es zieht nicht ein, so ein Teil. Und man denkt dann so, ja, das ist jetzt weg, so in dem Sinne. Sondern wenn man dann wieder drüber geht, dann verteilt sich das nochmal neu. Also das liegt auf der Haut auf und
Ja, man kann es immer wieder verschieben, so quasi. Vielleicht seht ihr das auch. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man da was erkennen kann. Aber wenn ich jetzt hier wieder drüber gehe, dann sieht man da die Striemen von meinem Finger. Und das ist natürlich nicht so toll. Ich weiß nicht. Also ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Die Farbe geht ja einigermaßen, auch wenn sie ein bisschen zu dunkel ist und sehr gelbstichig. Aber das sieht man auf der Haut eigentlich gar nicht so dolle. Aber ich weiß noch nicht genau, ja, was ich davon halten soll. Was die gekostet hat, weiß ich jetzt so auch nicht mehr. Ich schreibe euch das auch unten rein. Und entschuldigt bitte das Chaos hinter mir. Ich, ja, konnte das jetzt so nicht wegräumen, weil das so sortiert ist auf seine eigene Art und Weise. Und ja, ich brauchte das jetzt einfach noch so, wie es da ist. Deswegen habe ich da jetzt alles einfach so stehen lassen und nicht aufgeräumt. Ja, muss auch mal sein. Und ich mache da übrigens noch ein Video zu. Das hat nämlich auch was noch damit zu tun, hier so. Wie auch immer. Ich habe noch zwei Nagellacke gekauft. Ist ja klar, ich sammle Nagellacke, wie man da oben sieht. Und ja, das sind holographische Lacke. Und nicht wie Essence bei der komischen Black and White LA behauptet hat, solche Hololacke. Also die hatten ja diesen Blauschimmerlack, der Hololack hieß. Das ist natürlich kein Hololack. Und das hier sind wirklich Hololacke. Also ich habe zwei Farben. Einmal hier den grünen, einmal den silbernen. Und ich muss sagen, ich habe die beide aufgetragen. Und ich finde, der silberne ist nicht wirklich holographisch. Also der hat schon so einen holographischen Schimmer, aber es ist nicht so dieser Effekt, den man erwartet bei so einem Hololack. Ich habe den auf dem kleinen Finger aufgetragen, über einem grünen. Also das hier ist der von P2 aus der LE und der war hier auch. Und dann habe ich das drüber aufgetragen. Und halt einfach nur so zum Testen. Und ja, ihr seht vielleicht, das ist jetzt, es ist eher so ein Glitzerlack und nicht wirklich holographisch. Wohingegen der grüne wirklich holographisch ist. Ich weiß nicht, wie die Kamera das jetzt einfängt. Ich habe hier ein Auer. Falls ihr kein Blut sehen könnt, ich halte es mal zu. Und also der ist wirklich holographisch, da seht ihr es, glaube ich, ein bisschen. Und der gefällt mir wirklich gut. Und da gibt es halt auch noch ganz viele andere Farben von lila und rot, keine Ahnung, auf jeden Fall noch andere Farben. Und wenn ihr wirklich so einen holographischen Lack haben wollt, wo wirklich auch dieser Effekt ist, dann kauft besser nicht den hier, sondern einen von den farbigen, weil die scheinen wirklich gut holographisch zu sein. Ja. Okay, das war's von Milani. Mehr habe ich dann nicht bestellt. Und ja, hat auch erstmal gereicht. Das waren jetzt 27 Euro insgesamt für alle Produkte. Ich hatte allerdings einen Gutscheincode von Magimania. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, aber schaut dann mal auf Magis Blog. Da müsst ihr das eigentlich finden, wenn ihr da in die Suche Milani eingebt. Ja, müsst ihr einfach mal schauen. Dann habe ich noch was bei Douglas gekauft. Das zeige ich euch jetzt einfach so, weil ich will da nicht ein eigenes Video zu machen. Das ist nämlich das hier. Burlesque, ihr kennt das hundertprozentig von OPI. Die vier Nagellacke im Mini-Format. Die habe ich mal gekauft, weil ich OPI-Lacke in groß viel zu teuer finde. Und das hier sind die kleinen. Und ich finde, so eine Flasche kriegt man eh nie leer. Außer man liebt wirklich einen über alles. Und zum Ausprobieren fand ich das eigentlich ganz gut. Das hat jetzt 13 Euro gekostet. Und ihr seht, ich habe die auch aufgetragen. Das passt jetzt so ganz gut. Also, hier ist so ein Goldton. Das ist so ein Orange. Ja, es ist orange. Es ist nicht orange-gold, es ist wirklich orange. Dann hier ist so ein Pink. Die haben alle Glitzer mit drin. Und den hier finde ich am schönsten. Der ist richtig toll. Der hat so einen schönen Effekt. Und dann ist hier noch so ein roter. Der sieht so ähnlich aus wie dieser von Essence. Aus dieser Fairy Tail LE. Der rote. Aber ich finde, von der Qualität her ist der rote hiervon am schlechtesten. Da ist auch schon vorne Tipwear und das ist bei den anderen auch ein bisschen, aber nicht so extrem. Und ich finde den einfach auch nicht so schön. Also am schönsten ist wirklich der hier. Und die anderen beiden mag ich auch gerne, aber der hier gefällt mir nicht so gut. Und ja, an sich finde ich aber, hat sich das Ganze schon gelohnt zu kaufen, weil ansonsten hätte ich so die OPI-Lacke wahrscheinlich nicht gekauft, um sie einfach mal so auszuprobieren. Und ja. Ich zeige euch die jetzt nochmal so, dann könnt ihr die besser sehen. Das kommt nochmal in so einer Umverpackung. Und ja, das sind die halt stellscharf.
Und die Namen stehen leider nicht auf den Fläschchen, was ich ein bisschen doof finde, sondern hier draußen auf der Verpackung. Da stehen die dann. Finde ich ein bisschen blöde, aber naja. Auf jeden Fall, mein Liebling heißt The Show Must Go On. Ja, das ist mein Liebling. Also wenn ihr hier jetzt so die Farben seht und findet einen besonders schön und die anderen nicht so, dann könnt ihr euch ja auch nur die Farbe in groß vielleicht kaufen. Also ich sag mal, wie die alle heißen. Ist ein bisschen schwierig. Okay. Also von hier nach da. Rising Star. Dann der Orangene Take the Stage. Dann hier der The Show Must Go On. Und Ali's Big Break ist der hier. Dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr irgendeinen groß wollt, dann wisst ihr den Namen. Okay, ja, das war's. Ich finde das echt cool, dass so Mini-Sets rauskommen, schon mal von OPI. Und ja, ja, blub blub, das war's. Wenn ihr irgendwas noch genauer wissen wollt von den Milani-Produkten oder so, sagt mir Bescheid. Ansonsten bin ich da mal weg. Tschüss. Ich muss das einfach weiter testen und ich wisch mir gerade mal die Scheiße hier ab. Nein! Oh Mann, das kann ich nicht online stellen. Oh, ich habe die falsch einsortiert. Oder? Nein, habe ich nicht. Habe ich doch? Habe ich nicht? Habe ich nicht. Okay.